Also ich glaube, das Nürnberg-Spiel ist super gelaufen. Am Anfang haben wir noch nicht unser ganzes Potenzial abgerufen. Aber wenn man sich anschaut, wie wir uns präsentiert haben, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, es war eine super starke Teamleistung. Wir haben ihnen eigentlich keinen Raum gelassen, haben viele Steals geholt und somit haben wir gegen ein Top-Team, mit dem größten Etat in der Liga eigentlich, haben wir es sicher über die Zeit geschafft und mit 20 Punkten, glaube ich, ziemlich gezeigt, was für eine Mannschaft wir sein können, wenn wir uns richtig gut präsentieren. I think the last game was a total team effort. We came out and followed the guidelines the coach wanted us to follow, and it was just a great team effort from everybody. Richtig zufrieden. Ich glaube, jeder hat seine Stärken gezeigt, jeder hat auch ein bisschen Einsatzzeit gekriegt, aber wenn man gegen so eine Mannschaft mit 20 Punkten gewinnt, ist man auf alle Fälle zufrieden. I'm happy with the direction that we're going. You know, I'm not content because we lost a couple games early, but I'm real happy to be in second place right now. I think it's a good situation. Also, ich glaube, wir gehen auf alle Fälle als die Favoriten in dieses Spiel hinein. Da müssen wir mit breiter Brust auch auftreten. Andererseits ist es, die Liga ist sehr ausgeglichen. Man darf auf alle Fälle niemanden unterschätzen. Wenn man jemanden unterschätzt, dann kriegt man eher eins auf den Deckel und das wollen die halt nicht. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man ja so schön. Und deshalb, Leverkusen müssen wir hingehen mit allem, was wir haben und als letztes Spiel vor der Winterpause auch alles zeigen und dann richtig Gas geben und den Sieg einfach holen. I think we get better week by week, and I like our chances. Naja, Pflichtaufgaben sind immer die Falle so ein bisschen, weil man denkt, naja gut, die stehen nicht so gut in der Tabelle da, das müsste man eigentlich sicher holen und dann ruft man nicht das ab, was man gegen eine Top-Mannschaft wie zum Beispiel vielleicht Nürnberg abrufen würde automatisch, weil da weiß man, wenn man nicht alles gibt, dann geht das Spiel sofort nach hinten los. Das darf man halt da nicht denken. Die Liga ist zu ausgeglichen, als dass man sich mal kurz zurücklehnt, dann ist man gleich 10 Punkte hinten, dann wird es ein ganz großer Kraftakt und das darf nicht passieren und deshalb, glaube ich, müssen wir da ganz konzentriert reingehen und es dann von vornherein auch zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. I think because their record is kind of bad, so a lot of teams would overlook them, but that's our job not to. We played 4 tough games in a row, so I don't want to overlook this team. Also ich glaube, mit dem, was wir bisher geleistet haben, auch so wie wir dastehen in der Tabelle, kann man schon zufrieden sein. Trotzdem haben wir natürlich hier und da kleine Patzer gehabt. Es wäre schön gewesen, wenn wir das Spiel gegen Essen ein bisschen besser gespielt hätten. Dann haben wir auf alle Fälle in Paderborn einen großen Schnitzer drin gehabt. Aber das sind Sachen, da darf man sich jetzt nicht noch mehr Gedanken drüber machen. Die sind vorbei, haben wir leider verloren. Dafür haben wir auch uns super präsentiert zwischendurch. Und das müssen wir halt jetzt einfach konsequent durchziehen in der nächsten Hälfte von der Saison nach Leverkusen, auch im neuen Jahr. Und dann können wir nochmal das Fazit nach der Saison schließen, hoffentlich noch positiver. I think we have a chance to do something real special here. Like I said, we're in second place and we could easily be in first, so I like our position right now. Also, wir haben auf alle Fälle noch was gut zu machen in Göttingen. Das ist eine super Mannschaft. Wir haben jetzt gegen die Merlins hier gewonnen, eine super Mannschaft. Jetzt haben wir noch gegen Nürnberg eine super Mannschaft gewonnen. Jetzt wollen wir die nächste super Mannschaft auch im dritten Heimspiel in Folge hier richtig den einheizen mit unseren Fans, die auch uns unterstützen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein super Spiel wird und dass wir das Spiel auch gewinnen werden hier. I think everybody should come out. You're not doing anything on a Sunday anyway. You might as well come out, support us. Yeah, it's gonna be a great game. Auf alle Fälle wünsche ich unseren Fans erstmal ganz schöne und ruhige Feiertage, die sie bestimmt dann vielleicht in der Familie oder im kleineren Kreis irgendwie verbringen werden. Dann natürlich einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und dass sie natürlich auch dann frisch
gegen Göttingen uns unterstützen werden und noch lauter und noch erholter und noch besser trommeln und uns anfeuern, dass das Kracher-Spiel wirklich für uns entschieden wird. I wish everybody could bring me a gift. And nah, but seriously, I wish everybody have a Merry Christmas, a Happy New Year, all that. Stay safe.